Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, wir verkaufen jetzt mal ein bisschen was. Denn wir haben hier jede Menge Krimskrams loszuwerden. Potzblatt, Langschwert können wir eins behalten. Breitschwert auch. Spoiler, Seitenschwert behalten wir mal. Ja, den Quatsch brauchen wir nicht. Was haben wir davon? Schwertgriff. Den behalten wir mal, die Schneide behalten wir mal, den Kettenbrecher behalten wir. Morgenstern kann man weg. So, Speer haben wir auch jede Menge. Reicht auch einer. So, Kurzbogen, Langbogen, Armbrust, Bannbeschleuniger, das ist auch ein Zauberstab, was haben wir schon, das ist ja super. So, Schilder, ja guck mal an, ey, reicht auch eins. Plankenschild werde ich nie benutzen. Graswappenschild, Adlerschild. Was war bis oben? Adlerschild, Turmschild, ja, behalten wir mal. So, hier noch den ganzen Schrott. Immer jeweils eins behalten. Ja, das behalten wir auch mal noch. Das auch. Das auch. Das auch. Rock steht uns bestimmt. Schattenzeug, ja. Höhlenkrieger kann weg. Haben wir jede Menge von. Bringt zwar nicht so viel, aber die Masse macht's. Oh, scheiße. Die Daten kann auch weg. Bringt auch 100 Seelen. Jetzt müssen wir halt nur noch überleben. Den Weg zum nächsten Leuchtfeuer. Ja. Die brauchen wir nicht wirklich. Sack, reicht auch einer. So. Brauche ich eigentlich auch nicht. Weg damit. Ansonsten. So. Reicht das eigentlich, ne? Haben wir nichts bei sonst? Oh, 8400 Seelen. Ah, es dürfte doch ein Level abgeben. Sofern wir lebendig irgendwo ankommen. Dafür gehen wir den Weg. Wir müssen halt aufpassen, dass wir keinen Schaden mehr kassieren. Denn jeder Schlag könnte unser letzter sein. Und das wäre natürlich fatal. Müssen wir uns hier nämlich wieder herkämpfen. Ja, ist jetzt blöd, dass hier das Leuchtfeuer weg ist. Ja, sehr blöd. Wir hätten diesen einen Ritter da töten sollen. Denn der hat die, glaube ich, getötet. Die kriegen wir uns ja nicht mit da hinten. Gut. So, ist ganz wichtig. Erst mit dem hier. So. Noch der hier.
So. Puh. Ach ja, wir haben ja... Pro getöteten Gegner bekommen wir natürlich auch ein bisschen Leben wieder dazu. Habe ich ganz vergessen. Extrem wichtig, dass man das hat. Vampirismus liebe ich einfach. Und es ist schön, dass das Spiel diese Möglichkeit bietet. So, an dieses Leuchtfeuer können wir. Stufenaufstieg können wir nicht machen. Scheiße. Aber wir können mal wieder zum Schmied gucken. Mit unseren Seelen. Ich meine, wir könnten jetzt natürlich Seelen verwenden. So, da können wir nix. Hier können wir nix. Hier sowieso nicht. Reparieren können wir aber jetzt mal. Einmal das. Und ganz wichtig. Oh. Das können wir noch nicht mal reparieren. Schade. Bla bla. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Naja, quatsch mal, Alter, quatsch mal. So. Ach, wir haben das Feuer oben gar nicht entzündet. Das ist ja auch blöd. So, da hinten geht es jetzt nämlich lang. Hm. Huch. Seele. Braucht, glaube ich, mal ein bisschen Menschlichkeit jetzt. Seelen haben wir jede Menge. Machen wir gleich mal eine Doppelmenschlichkeit. So. Auswählung umkehren. Entfachen. So. 10 Flakons sind auf jeden Fall besser. Man weiß ja nie. Was haben wir in Zauberei? Linderung. Linderung. Na gut. Reduziert Vergiftung. Hätte man gebrauchen können. Aber reduziert halt nur und beendet die Vergiftung nicht. Von daher. So, jetzt gehen wir mal dahin. Das haben wir jetzt geöffnet gehabt da unten. Erstmal ein paar Seelen holen. Mal gucken, ja. Dass wir gleich aufs Maul kriegen. Sens Festung. Oh, da vorne. Okay. Kann ich auch daneben hauen. Ja, ich kann sogar treffen. Oh, du auch. Okay. Okay, okay. So haben wir nicht gewettet. Wenn du auch treffen kannst, ist das unfair. Uiuiui. Ganz schön stark, die Sau. Lässt sich vom Drachenschwert jetzt wenig beeindrucken, der Kollege. Das ist natürlich schlecht. Bringt auch 500 Seelen, der gute Kollege. Hm. Aber andererseits, großartig andere Waffen haben wir ja nicht. Das ist kein Zauberstab, das ist ja, EDA. Okay.
Wir bräuchten was. Das ein bisschen gut hier. Ja, das Ding skaliert gut mit Angriff. Das hier auch. Jetzt mal gucken. Was sich da eher lohnt von beiden. Ich denke mal eher das hier. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Ja, komm her, du Sau. Ich hab mit dir zu sprechen. Naja. Macht jetzt nicht mehr Schaden. Als das andere. Aber es haut ihn schon ziemlich aus den Latschen. Boah, guck mal her. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich geil. So können wir unseren Gegner ein bisschen zu Boden zwingen. Würde sich ja lohnen, das Ding beim Schmied aufzurüsten. Muss ich mal gucken, ob das geht. Vielleicht nochmal zum Schmied rennen. Das hat mir jetzt sehr gefallen. So was richtig Hartes. Und dann gleich nochmal zu den Kollegen hinrennen. Gleich hier wieder zum Leuchtfeuer dann. Mal gucken, was ich dafür brauche, ob das bei dem geht überhaupt. Well, hello again. Ja, hallo. Ja, bla bla. Waffe verstärken. Schau mal. Hier, Riesenkeule. Brauche ich kleine Scherben für. Holen wir mal 6 Stück. Auf plus 5 brauche ich nochmal 3 kleine Scherben. Pass mal auf. Nö, nö, keine Sorge. Was hatten wir jetzt benutzt? So. So. Was haben wir noch an Seelen? Nehmen wir mal eine Kriegerseele. Und holen uns mal noch 3 Scherben. Und rüsten das gute Stück auf. Auf Stufe 5. Weiter geht's wahrscheinlich eh erstmal nicht genau. So. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er jetzt für einen Grundschaden? Das Drachenschwert skaliert ja mit nix. Aber die Riesenkeule natürlich hat jetzt einen Grundschaden von 202. So. Da wir aber auf Stärke gehen und dementsprechend auch schon ein bisschen was davon haben, nämlich, wie viel waren es? 28? Ja. Man dürfte die jetzt guten Schaden machen. Das finden wir jetzt mal heraus. Indem wir wieder versuchen, einen davon zu pullen, von den Heinis. Das ist jetzt natürlich eine bessere Waffe für uns. Skaliert mit Stärke auf B.
So, da haben wir schon die Schadensanzeige von dem einen gesehen. Gucken, dass der uns nur sieht, der andere nicht. Scheiße. Aber gut, ist jetzt nicht so schlimm. Jawohl. Oh. Erstmal, ja. Lasst niemand in Ruhe. Scheiße. Daneben. Der Schaden ist schon geil jetzt. 181. Da kann das Drachenschwert nicht mehr mithalten. Das ist jetzt schon sehr nice. Noch dazu haut es den Gegner zu Boden. Unknown. Nein. Ich rufe doch keinen Finstergeist, bist du bescheuert? Tränen. Ach du Scheiße. Wirker. Ach kacke, kacke. Ach Herr Jemini. Oh Gott. Ah, fuck you. Okay. Oh, wir leben noch. Ach du Scheiße. Ach je. Von hinten auch noch was. Was zur Hölle? Vielleicht zwei von denen? Nee. Alter. Und dann noch so... Oh Gott. Das ist ja die reinste Todesfalle da. Alter Schwede. Okay. Ja, das könnte schon spannend werden hier. So, die beiden hier sind ja eigentlich kein Problem. Wenn wir jetzt richtig schlau agieren. Also ich. Erst recht nicht. So, da ist die Falle. Schade. Die Falle trifft hauptsächlich uns. So. Beide tot. Sind schon mal wieder 1000 Seelen. So, da müssen wir jetzt gucken. Bei den letzten beiden müssen wir wohl schnell durchrennen oder versuchen den da vorne ran zu pullen, aber der kommt nicht fair, der Penner. So, abwarten. Oh Gott, da, komm mal her hier. Ja, du da oben kannst mich mal. So. Komme ich jetzt ein bisschen zu dem. Hier vermutlich. Jawohl. Boah. Puh. Ich habe ihn nicht anvisiert. Mein Fehler. Boah. Ja, das wird jetzt etwas kompliziert. Und ob wir das schaffen oder nicht, sehen wir dann in der nächsten Folge von Dark Souls. Bis dahin. Tschüss.